Also ich habe immer gedacht, wir müssen es schaffen. Ob es gerade so im ersten Anlauf gelingt, wie es jetzt tatsächlich stattgefunden hat, das habe ich mir schon nicht getraut zu erhoffen. Wann hast du realisiert, dass wir es tatsächlich werden schaffen? Also schon, wo Thomas Meyer kam ist und mit voller Power gesagt hat, jetzt fangen wir an. Ja, das Schlimmste war in den ersten Monaten immer die Statistik, wie viele Unterschriften eingegangen sind. Und das waren hure wenig. Was ist denn passiert, dass es nicht funktioniert hat? Wir haben einfach weitergearbeitet. Also einfach immer nonstop weitergearbeitet, immer neue Leute angesprochen, immer wieder Gas gegeben und halt einfach nicht aufgehört. Einfach nicht, sich nicht entmutigen lassen, das war das Entscheidende. Das elektronische Geld aber, das wird von Geschäftsbanken wie der UBS oder der Credit Suisse in Form von Krediten geschaffen. Die sogenannte Vollgeld-Initiative will das nun ändern, heute eingereicht mit 112.000 Unterschriften. In der Schweiz soll die Nationalbank künftig allein entscheiden dürfen, wie viel Geld im Umlauf ist. Da kam ein gesetzter Herr, also ich noch berufstätig, ich habe schon kurz vor der Rente, auf mich zugeschossen, in echter Empörung vom Fachmann. Was erzählt ihr für einen Blödsinn? Ich bin Wirtschaftsprüfer, ich weiß, wie das geht. Jetzt möchte ich aus erster Hand hören, was ihr sagt. Ich habe es ihm erklärt, habe gesagt, ich freue mich, dass ein Fachmann kommt, weil dann könnte ich gerade direkt mit den Buchensätzen anfangen. Nach 3 Minuten hat er unterschrieben. Er war sehr nachdenklich und hat gesagt, er findet es eigentlich tragisch, dass er 30 Jahre oder 35 Jahre in der Branche tätig ist und die Grundlagen nicht kennt. Ich denke, genau solche Leute sind für uns wichtig, weil die sind Multiplikatoren in ihrem persönlichen Umfeld. Die sind als Fachleute anerkannt. Ich sage jetzt immer, wenn jemand mal Menschen kennenlernen will, dann muss er Unterschriften sammeln. Okay. Also da wird man fast zum Psychologen. Ich habe ein Jahr lang vor allem in St. Gallen intensiv Unterschriften gesammelt. Und ich habe wahrscheinlich gegen 20.000 Mal diese Initiative erklärt. Also mit der Zeit kam das dann einfach so und die Leute haben mir das auch dann bestätigt. Sie machen das aber gut. Das hat mir natürlich geschmeichelt und irgendwie bin ich auf Entzug. Mann. Ja, das ist ein ganz großartiges Ereignis und das gibt natürlich der ganzen Vollgeldreform in der Schweiz, aber vor allem auch international eine Bestätigung und nochmal, wie ich denke, kräftigen Aufwind. Hat Vertrauen.